Okay. Upsi. Ja, dann verbessere dich halt, indem du stirbst. Kann doch nicht sein. So, ich habe gerade keinen. Achso, da muss man rein. Daran kann ich mich noch erinnern. Haha. Ja, wenn ich Munition hätte, dann hätte ich, wäre das auch kein Problem. Ha. Wieder so ein komisches Rätsel, für das ich keine Antwort habe. Warte mal. Wett mal, das war's jetzt. Deswegen ist die Tür nicht aufgegangen. Hey. Ja, natürlich nicht. Das ist jetzt kompliziert. Wieso ging die Tür nicht auf? Das ist ja keine, das ist nur Lebensenergie. Das ist nur Lebensenergie. Da haben wir einen und. Da haben wir einen. Ja. Gut, jetzt ist es auch. Ja, es ist so kompliziert, hey. Ich bin immer komplizierter. Sehen Sie? Einer der drei Generatoren. Stellen Sie ihn ab, Chef. Huh. Lass mich in Ruhe, das Scheiß-Telefon. Ich muss jetzt hier was lösen. Er lässt sich nicht modulieren. Monroe, wenden Sie Ihren Rekorder auf die Generatorkonsole an. Wir können zusammen eine degenerative Feedbackschleife erzeugen. Achso, ja. Wie war das? Achso. Ach, da wollen wir jetzt auch noch denken. Ich glaube, das stimmt doch nicht so. Ja, sag ich doch. So, jetzt schnell weg hier, bevor die Leute wieder kommen. Generator deaktiviert. Die Zeit wird knapp. Finden Sie die beiden verbleibenden Generatoren. Wir sind die Hallo, ihr habt doch gehört. Wir sind die Borg. Widerstand ist zwecklos. Zeit wird knapp, also los, bewegt euch. Jetzt wird es noch verdammt knapp. Komm, lade schneller. Ja, ich sag doch, ja, jetzt geht der auf. Na, wo ist der? Ein zweiter Generator. Bist du gut. Ja? Ach Gott. Von der Größe her
passt er jetzt. Ich denke, von der Frequenz passt er auch. Nur der Fassadenstamm nicht passt. Sie haben begonnen, sich an unsere neue Schildtechnologie anzupassen. Wir haben nicht viel Zeit. Widerstand ist zwecklos. So, da geht's lang. Oder? Ja. Fuck, fuck, fuck. Ich würde jetzt einfach mal hier hingehen. Aber wenn ich keinen blassen Schimmer habe, wo es lang geht. Nee, hier ist das Tor, also muss ich irgendwo. Ja, jetzt geht es auf, genau, das war das letzte. Perfekt. Jetzt haben wir es dann doch gleich geschafft. Naja, ich weiß ja nicht, bis dann noch kommt. Der dritte Generator. Ja, dann beeil dich, komm. Komm. Ach Gott. Oder Größe könnte stimmen. So, jetzt auch. Passt! Monroe an Voyager. Wie steht es um das Dämpfungsfeld? Es ist verschwunden. Die Voyager ist bereit zur Abreise. Drei zum Beamen. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Jetzt seht ihr auch das Ende von der Serie. Genau das passiert auch in der Serie. Die Voyager kommt nach Hause. Wenn es gut geht. Monroe an Voyager. Wo ist mein Team, Tuvok? Es ist sicher auf der Voyager. Wir haben Schwierigkeiten, sie durch die Antilepton-Interferenz zu transportieren. Wir mussten ihr Muster zurück zum Borgschiff schicken. Wohin in das Borgschiff? Zum Zentralplexus der Borg. Ihr primäres Ziel ist, ihre Anwesenheit zu verbergen. Wieso habe ich gewusst, dass sowas kommt? Zu spät. Wieso habe ich gewusst, dass sowas kommt? Warum? Ah, hallo Kollege. Wir sind die Borg. Die Existenz in der Ihnen bekannten Form ist vorüber. Wir werden ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unsrigen hinzufügen. Widerstand ist zwecklos. Transporter werden rekalibriert. Vergessen Sie es, bringen Sie die Voyager raus. Wir bleiben bis Sie an Bord sind. Das ist nicht logisch. Los, bevor Sie das Eindämmungsfeld regenerieren. Lass mich doch in...